Hallo und willkommen zurück zu Tactics Ogre Reborn. Ja, wie angekündigt war ich hier ein bisschen unterwegs im Vorampa-Auwald und habe die Charaktere nachgezogen, die noch nicht Level 19 waren. Und ich muss sagen, das war durchaus erfolgreich, was Rekrutierung auch angeht, denn wir sind jetzt ein paar mehr Leute geworden. Wenn wir uns das mal angucken, letztes Mal ging es noch bis hier, war Myrdin der Letzte. Dann habe ich einen Bogenschützen rekrutiert. Es ist ja die Gefahr, dass Arisel uns demnächst vielleicht mal verlässt. Dann Theophane, unser Krake. Der ist, denke ich, ganz gut, wenn wir mal so Wasser zu überqueren haben, weil der kann ja schwimmen. Ne? Dann war in einem Gebiet ein Hexenmeister. Endlich jetzt im dritten, vierten Versuch mal eine Kokatrice erwischt. Dann Blademaster weiblich, Blademaster männlich und eine Kunoichi, also weibliche Ninja. Ansonsten loot-technisch gab es nichts, was erwähnenswert war. Es gab natürlich eine Menge Geld, ich glaube so 100.000 oder so. Und nachdem ich dann die Heilmittel wieder aufgefüllt habe, blieben vielleicht noch 70.000 oder so über, die ich dann zur Verbesserung unserer Ausrüstung eingesetzt habe. Das heißt, die meisten Leute haben jetzt Baldur plus 1 als Rüstung und Helm, beziehungsweise Helm weiß ich gar nicht. Nee, Helm habe ich nicht mehr geschafft, hat das Geld nicht gereicht. Aber Fäustlinge und Hose. Dann habe ich die Leute ein bisschen besser kennengelernt. Ich muss sagen, Christina ist sehr gut im Kampf. Ist so ein bisschen wie Abelard, nur noch ein Stückchen besser. Also vor allen Dingen mit dem Speer kämpft sie halt. Volkurt und Myrdin hatten wir schon mal kennengelernt. Da wissen wir, dass sie ganz gut sind. Hier der Donnerdrache ist auch sehr gut. Vefar. Und der will auch bei uns bleiben. Ich wollte dann auch den Wolkendrachen Eitner noch mal mitnehmen. Der hat jetzt aber schon keinen Bock mehr auf uns. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Der hat Gesinnung chaotisch. Und Adamos hat auch chaotisch, was ist eher neutral. Sie ist neutral, also nur an der Gesinnung kann es nicht liegen, wenn Leute von uns weggehen wollen. Naja, auf jeden Fall denke ich, wir haben jetzt auch eine ganze Menge Kreaturen. Wir brauchen nicht Drachen von jeder Sorte, also vielleicht wäre es praktisch, die zu haben. Aber bevor der uns wegläuft, dachte ich, wir probieren mal das Feature aus, den zu versteigern. Wenn er nicht bei uns bleiben will, vielleicht fühlt er sich denn woanders wohler. Mal sehen, was wir dafür kriegen. Achso, genau, ich kann ihm noch vorher Sachen wegnehmen. Das wäre vielleicht ganz gut. Warte mal, muss ich erst zurück in die Truppe. Gab es nicht auch so einen Knopf, mit dem ich das wegnehmen konnte? Weiß ich nicht. So, ich habe ihn nur in einem Kampf mitgehabt und danach sagt er direkt, nee, er will nicht mehr. Ach so! Ganz wichtig noch, ich habe noch zwei wichtige Tipps bekommen in den Kommentaren. Tipp 1 ist, wenn der Timer noch läuft bei Charakteren, die wiederbelebt werden müssten, und der Kampf geht zu Ende, ohne dass die Charaktere wiederbelebt wurden und der Timer ist noch an, dann sind die trotzdem wieder fit. Also da muss ich gar keine Steine verschwenden, um die wiederzubeleben, das ist alles nur Verschwendung. Aber ich habe mich halt nie getraut, es auszuprobieren. Jetzt habe ich es mal ausprobiert in dem Vorampa-Auwald und das funktioniert hervorragend. Und dann die andere Geschichte war mit Seria. Ja, man hätte Seria tatsächlich retten können. Wenn ihr wissen wollt, wie man Seria retten kann, dann guckt euch gerne mal den Kommentar aus der Folge an, wo wir in der Bootfestung da gekämpft haben. Ansonsten will ich es jetzt nicht für alle spoilen, aber man muss schon sehr trickreich vorgehen. So einfach so nebenbei geht es nicht.
So, nee, Synthese wollte ich nicht, ich wollte Auktion machen. Eigne. Zustand. Nee, ist okay. Versteigern. Was kriegen wir dafür? Wissen wir das schon? Es fallen 100 Goth an. Einverstanden? Ja, jetzt muss ich jetzt erstmal Geld bezahlen. Grrr. Ja, was hast du nun davon? Mit dem, dank deiner Widerworte. Oh ja, hat sich gelohnt. 7000 Platz zerquetschte. Oder 8294 Goth war das Höchstgebot. Ja, gib nicht alles auf einmal aus. Das geht gerade so, ja. Gerne. Ich glaube, ich habe auch noch keine Sache für 8000 gekauft. So, wir wollen jetzt aber weitermachen hier. Wir wollen in die Hafenstadt Asiton. Wir waren Tynemos-Hügel, da war dieser Bestienbändiger wieder. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Vielleicht sollte ich nach meinen Aktionen nochmal eben abspeichern, sicherheitshalber. Ist die Frage, wollen wir hier einen Umweg machen? Nein, das wäre ja wirklich ein Umweg, das ist Blödsinn. Ab ins Moor, geht immer noch gut, in das Aquädukt. Auch noch alles gut. Alles klar, auf geht's. Besiege alle Gegner. Siege mit einem Kleriker oder einer Sibylle in der Kampftruppe, untote Einheit ins Jenseits befördern und Effektkarte einsammeln. Okay. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich untote Einheiten. Ist alles untot. Bis auf eine Person hier. Die Dame in Grün. Oh, und da liegen auch schon der Leichen rum. Oh, der, ja stimmt, der Nekro war ja hier. Ach ja, oh mein Gott, da muss ich aber richtig Gas geben gleich erstmal. Die müssen wir die Flieger auch mit Weihwasser ausstatten. Das wir, obwohl wir haben drei Runden Zeit, also ganz so eilig ist es nicht, aber okay. Also, Zusammenstellung der Kampftruppe. Wir dürfen nur... Ach übrigens, Bjarni, auch sehr gut, Ninja. Er hat mittlerweile einen Skill, mit dem er drei Felder entfernt, also drei bis fünf Felder entfernt angreifen kann und macht damit richtig gut Damage. Und ohne Sichtlinie oder sowas, ja, es ist egal. Ich kann Leute dazwischen stehen, er haut rein. Und er stirbt auch nicht sofort, also ich hatte jetzt im letzten Kampf ihn an der Stelle stehen, da hat er immer wieder Damage bekommen. Ich habe ihn halt immer aus dem Hintergrund wieder geheilt, also vor allen Dingen auch mit Items. Mit Zaubern kommt man daher gegen nicht gegen an, aber es war halt wieder so eine Engstelle und Bjarni war halt zufällig das Opfer, was da stand und alles verteidigen musste. Gut, mit dir können wir jetzt hier nicht viel anfangen. Ob wir euch mitnehmen, weiß ich auch noch nicht jetzt hier. Einen von euch wohl schon. Ich würde gern vielleicht mal den Hexenmeister in Aktion sehen. Also, achso, genau. Du nochmal mit. So ist. Also, diese sechs hier vorne brauchen wir auf jeden Fall. Ja, und damit ihr Bjarnis tolle Skills mal seht. Ja, im Prinzip sind wir ja schon fast voll ausgestattet. Bestienbändiger brauchen wir hier nicht. Wollen wir eine zweite Sibylle mitnehmen, eine zweite Kleriker? Ich denke nicht. Nehmen wir lieber... Obwohl, es sind so viele. Ja, müssen wir machen. Also noch keine Zeit für den Hexenmeister. Müssen wir uns auch mal angucken. Wir nehmen jetzt Ophelia mit. Die hat es immerhin Stufe 18 gebracht. Bis 19 hat es nicht ganz gereicht. Aber es war ein Kampf. In einem Kampf von 12 auf 18. Weil die anderen Leute, die mitgekämpft haben, schon fast alle 19 waren. Übrigens auch Dings hier. Miles, genau. Miles hat sich auch ganz gut gemacht. Nicht so gut wie Canopus natürlich, aber schon durchaus brauchbar. Mit seiner Zweihandwaffe. So, dann. Ich denke, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Muss nochmal gucken, links und rechts.
Dass du besser dahin so rum. Ach so, und jetzt habe ich noch keinen weiteren Flieger. Also einen Greif hätte ich doch gern dabei. Dann kommt eine Voltare, du machst jetzt nochmal aus. Und ich sehe den Greif vor lauter Bäumen nicht. Da ist er. So, und dann nochmal überprüfen, haben die Leute Weihwasser dabei. Das ist nicht der Fall, ich sehe es gerade. Heilsalbe plus 1, Heilsalbe. Machen wir hier nochmal. Weihwasserwein. Jani hat welches. Nur mal die Leute, die dabei sind. Kannst du überhaupt Exorzismus fällt mir gerade. Doch, kannst du das noch an der Bar. Dann nehmen wir hier nochmal Weihwasser mit rein. Abelard. Ja, dann musst du auf dein Magiekraut verzichten. Du hast welches, du hast auch welches dabei. Du kriegst auch nochmal Weihwasser. Noch ein bisschen mehr Weihwasser kaufen müssen, denke ich. Also für diesen Kampf reicht's, aber wer weiß, was danach noch so alles kommt. Du bist gar nicht dabei. Ne, warte, das ist da hinten. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Okay, legen wir los. Gilda-san. Oh, Sir Gildas ist untot. Oh Gott, er hat schon bessere Zeiten gesehen. Warte, Gilda-san! Ja, komm nicht! Sagattero, Orias! Okay, zwei Leute sind nicht untot. Wir versuchen sie zu retten. Er hat leider nicht seinen Stürmskill nicht bekommen. Oh Gott, ja, hier muss ich auch die Flanke noch abdecken. Das ist ja. Wie weit kann ich eigentlich das Weihwasser benutzen? Ein Feld nur. Oh,
heißt, wenn du jetzt hier hingehst, nächste Runde kannst du nochmal 1, 2, 3, 4 gehen. Den kriege ich hier gar nicht mehr rechtzeitig. Da bin ich zu langsam. Es hätte gepasst, wenn ich den Greifen hier irgendwie geparkt hätte. Und der Sturm gehabt hätte. Ja, das ist aber zu viele Wenn und Abers. Also den kriege ich nicht. Aber dann macht Christina sich hier mal auf den Weg, die Leute zu retten. Zerstreut euch, Schatten des Todes! Frieden sei mit allen Seelen! Oh, das ist lieb von dir. Das ist ja toll. So, Piani kann sich schnell bewegen. 3, 4, 5, 6. Und nächste Runde nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird dafür auch nicht reichen. Aber du kannst hier dann vielleicht ein bisschen aufräumen, dass uns der nicht, ja, in den Rücken fällt. Könntest ein Magiekraut essen, um danach deine, also nächste Runde, einen Exorzismus zu benutzen. Kannst du gar nichts treffen, das ist blöd. Aber ist egal. Ich überlege halt, ob ich hier noch eine weitere Person brauche. Ich denke, es ist okay, aber Lade hierhin zu schicken. Ich ja noch drei Krieger habe, die hier lang gehen können. Fast direkt kaputt, ja, dann hätte ich das gerne da weg. Da kann sich schon wieder jemand hinstellen dann und kämpfen. Oh mein Gott. So, du hast ganz viele Punkte, wo du dich auch umher hast. Exorzismus. Vielleicht da aufs Dach. Ach so, oder wenn du... Na, so richtig weit kommst du ja auch nicht. Zumindest diesen blöden Geister schon mal weg.
So, du schnappst dir mal den Durchschlag. Ja, und Canopus kann nämlich erst zuschlagen, kann danach noch weg. Ist okay so. Ich weiß nicht, heil vielleicht erstmal doch. Also ich habe immer noch Stufe Geschwindigkeit 2 an. Das wollte ich in normalen Kämpfen ja eigentlich nicht haben, sondern nur wenn ich so Charaktere nachlevel und so. Dahin. Oder hättest du Exorzismus machen können? Nächste Runde kannst du das machen. Ja, ja, genau der. Du kannst dir da ein Kärtchen schnappen. Du könntest dir auch da ein Kärtchen schnappen. Machen wir mal so. Sicher. Tja, hier sind die Wege schon mal ganz gut blockiert, dass wir nicht zu Olias durchkommen und schon mal gar nicht hier durchkommen. Okay. Da wären sogar 170. Ja, du kommst jetzt da schlecht weg. Canopus danach steht. Mal sehen, du würdest 122 machen. Du könntest Canopus einen mit verpoolen. Das wollen wir aber vielleicht lieber nicht. Oh, das ist super. Danke. Danke, danke. Oh, das ist prima. Du kannst dir hier den Durchschlag schnappen. Du hast leider nur Angriff auf Entfernung 1. Trotzdem, du kannst heilen. So, jetzt ist mir das mit dem Zuhorn zu riskant.
Ah, du hast 53. Warte mal, das ist ja. Dann können wir mal das zeigen, was ich meinte. Dann nimm dir mal die Magieauffüllungskarte. Versperrst damit den Durchgang. Und machst die Phantomklinge. 180 Damage ohne Konter, ne? Und hier wären es 220 Damage. Also. Kein schlechter Skill. Ja, ich kann den dann da eigentlich nicht wegziehen. Er ist der Schutz für meine Kleriker und die beiden hier unten müssen den hier alleine wegmachen, damit wir irgendwann hier Diewold helfen können. Aber Diewold hält ja noch ein paar Runden durch, so wie es aussieht. Also kannst du einfach mal nochmal zuhauen. Sogar ganz gut. Ich weiß nicht, ob die Volt da alleine mit fertig wird, komplett. Ist mir zu riskant. Oh doch, sieht gut aus. 217 Damage. Und 18 jetzt sogar. So, jetzt gucken wir erstmal, was haben wir hier für eine Karte. Geschicklichkeit. Canopus kann sich die vielleicht schnappen. Aber der kommt zurecht. Wir können hier also ruhig angreifen. Mit Blutsiphon. Dann auf eine Karte. Muss sie einfach bewegen. Donaldo wäre sonst auch gleich noch da. Nur mal Mana sparen. Du hast so viel Mana. Ruhig mal hier hin bewegen, sicherheitshalber, bevor jemand anders vom Gegner noch auf diese Karte tritt. Ja, er unten braucht keine Hilfe. Also bleib du mal hier und...
so machen. Ja, genau, sie kann ihn ja auch noch heilen, wunderbar. Jani hat immer noch seinen tollen Skill, den kann er jetzt im Nahkampf nicht einsetzen. Er kann sich jetzt schlecht drei Felder wegbewegen. Deshalb haue ich ganz normal zu. Oder ich mache vielleicht eine Feuerschlange auf sie. Das müsste ja eigentlich zweimal treffen. Andererseits, bis sie nochmal wieder dran ist, dauert es auch. Ne, ne, dann machen wir... Nochmal ein Doppelangriff. Das ist okay. Genau, Volkort ist gar nicht so der dicke Zuhauer, also macht nicht so viel Damage. Das ist hier ganz angebracht. Dran. Gehen wir lieber in Nahkampf. Ist er dann nämlich eingeklemmt. Oh, oh, sie kann da ja auch hochgehen. Sie hat eine große Schrittlänge. Sie kann da eine große Stufe auch hoch. Ist klar. Furcht können die Untoten auch kriegen. Interessant. Wir machen lieber jetzt den Exorzismus. Wer weiß, was noch so passiert. Nächste Runde ist ja vielleicht noch für einen anderen Exorzismus nötig. Da kämst du auch hoch. Ist das so?
Dann machen wir das so rum. Oh. So, Todesstoß für ihn. Da unten müssen wir nicht helfen. Okay, du kommst aber nicht hin, interessant. So, jetzt kannst du ja weggehen, ist ja kein Problem mehr. Achso, nee, warte mal, dann gehen wir sogar noch weiter. Geh bis hier hin, nimm den Durchschlag mit. Und vielleicht wird es ja kritisch. Treffen. Doch. Ja, wir stehen da alle so ein bisschen ungünstig. Diese Leiche da halt im Weg liegt, ist halt super ungünstig. Da kommst du hoch, wunderbar. Aber Donaldo kümmert sich gleich um die Leiche. Todesstoß, das ist die Gefahr, dass ich jetzt Myrdin treffe. Ich meine, ich würde ihn mittreffen. Also ist er im Weg. Deshalb machen wir das mal ein bisschen anders. Nehmen wir hier den Todeswind.
bisschen aus dem Weg. Genau, der Greif kriegt den Vatan da gleich weg. Und du kannst jetzt eben Exorzismus machen, um hier den Weg freizuräumen. Und der Greif da im Nahkampf ran. Müsste er aber auch nicht, er kann auch kann auch Steine schmeißen. Das ist aber knapp. Dann machen wir das nicht. So, mach sie fertig. Oh, sehr schön. Du kannst ihr in den Rücken stechen. Also dieser Kampf wirkt auf mich sehr, sehr einfach. Der letzte Kampf war ja gegen Bestien Bendy ein Kampf. Und hier hingegen ist ja easy peasy. Dann gucken, was ist das für eine Karte? Agility. Für Ninja denke ich gut. Aber den kann sich auch nicht beklagen, wenn er die nimmt, ne? Und der bleibt ja wenigstens bei uns. Bei den anderen kann man sich ja nicht so sicher sein. Und runter ist schwierig. Trotzdem mach schon mal einen Anfang. Selbstheilung. Wir brauchen ihn da oben wirklich nicht mehr. Ich denke, Myrdl macht jetzt Schluss. Abelard kriegt da auch noch was ab, aber das ist nicht so schlimm. Ja, Abelard kontert auch, das lässt sich nicht bieten. Tja, was ist nur mit Sir Gildas geschehen? Der Necro ist schuld. Die Vulkanlanze auch Stufe 2. Feuerkugel Stufe 2, ein Wolkendrachensiegel. Ja, wir haben zwei Wolkendrachen, also brauchen wir nicht. Bestienklaue dreimal ist sehr, sehr gut. Habe ich jetzt beim Upgraden gemerkt, da können wir Ringe der Vitalität, nee, Ringe der Agilität draus herstellen. Vitalität aus Drachenzähnen. Und Agilität aus Bestienklauen. Unser Ninja hat so einen Agilitätsring. Stein der Weihe. Muss ich den kennen? Richtig gute Erfahrungspunkte. Das erste Mal fünfstellig. Es müsste Schecks geben dann. Oder? Ja. Ein EP-Talisman 2, also 200 Erfahrungspunkte. Wir haben also 7500 umgetauscht in 200.
Ophelia kann jetzt noch besser Mana regenerieren. Ja. Sie ist tatsächlich Olias, nicht etwa Ölias. Kann das sein, dass sein wortkarger Bruder wortkarg ist, weil er ein Zombie ist? Legurai, iwasete kure. Kasei wo shite kurete. Arigato. Nee, okay, er ist ein normaler Mensch. Alles klar. Er guckt halt so komisch, da war ich mir nicht so sicher. Watashi no namae wa Deboldo. Mimizawari na koe de moushiwake nai. Ja, kann sein, dass er von seiner Krankheit gezeichnet ist. Wie wäre es mit so 2 Wochen Quarantäne? In einem gut bewachten, abgeriegelten Zimmer? Na, rate doch mal, Denim. Da wird Necro Nibis vorbeigekommen sein und die ganzen Leichen hier wiederbelebt haben. Indirekt, also der Ritter, der dich angegriffen hat, war ein befreundeter Charakter. Der gehört ja zu den Xenobiern. Aber, ja, der war ja jetzt zum Zombie mutiert irgendwie. Gildas-san no koto ka? So, kare wa bokura no nakama da. Laimu ga Bakuramu-gun ni osowareta yoru kara yukue fumei dattan da kedo. Ittai nani ga nan da ka wakaranai da. So. Zannen da kedo, sono kata wa izen no. あなたがご存知の方と違うわ。違う?いや、人違いなんかじゃない。確かにギルダスさんだった。いや、まあ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 
どうか私たちを解放軍に加えてください。Also unsere jetzige Sibylle wird sich nicht so sonderlich drüber freuen. Aber ich freue mich, wenn ich neben Donalto noch einen fähigen Heiler habe. Ja, der Glaube und ihre Weltanschauung ist halt wichtiger als die Familienbande für sie. Deboldo-nisan. これを見るがいい。Oh my god. 君は一体生きているのか? Die einen sagen so, die anderen sagen so. 難しい質問だな。見ての通り、私の体は継ぎはぎだ。Okay. 首から下は全て他人の体。Er ist so eine Art Frankensteins Monster. デボルド兄さんはこの島が内乱に突入した時、枢機卿に反抗したため見せしめとして処刑されたの。Also nur zur Erinnerung, Balbatos ist dieser hohe Priester, der jetzt vom Herzog hingerichtet wurde. Und der hat wohl am Anfang des Krieges Diewold umgebracht, also hingerichtet. Demo chichi wa Nibas wa Hangon no jutsu o mochiite Nisan o shi no sekai kara yobi modoshita. Also ist er eine Art Zombie, aber steht nicht unter der Kontrolle von Nibas. Hangon no jutsu. Ja, die Magier reden das natürlich schön. Die sagen nicht einfach Tote wiederbeleben oder so, sondern Seelenrückholung. それで頭部以外は他の新鮮な死体から私の体を作ったと。だがそれはおそらく嘘だ。Oh! An seinem eigenen Sohn! 試してみたかっただけなのだ。Macht er Experimente, ob er auch an das Fleisch von anderen Toten, die Extremitäten und den Körper von anderen Toten verwenden kann. でも反魂の術は完璧ではなかった。一度魂を失った体に呼び戻した魂を定着させることが難しいようだ。今は父の秘術で何とか体に魂を定着させているが。ということは、いずれ再び私は死ぬということだ。そんな。父は反魂の術を完璧なものにするために身体実験を行っている。兄を殺した枢機卿に取り入ってまで自分の欲望を満たそうとしている。Das ist auch krass, ne? Balbatos hat seinen Sohn umgebracht. Wahrscheinlich dachte Nibas auch. Ja. Zu Recht hat er meinen Sohn umgebracht, weil der hat sich ja gegen das Oberhaupt des Landes aufgelehnt, hätte er nicht tun sollen. So. Lasst uns zusammen kämpfen, auf jeden Fall. Also, wir sind ja alle diese, nein, ich weiß nicht, ob alle in der Truppe, aber
Denham und seine Leute, das sind ja auch Opfer von Verbrechen und so weiter. Und wir sind jetzt quasi so eine Bande von Geschädigten, so eine Selbsthilfetruppe. Und da können die gerne mitmachen. Auch wenn das natürlich mit Diewold eine Gefahr ist. Wer weiß, ob nicht Nihlbis die Kontrolle über den übernehmen kann oder ob der irgendwie Amok läuft irgendwann mal. Wakatta. Nakama toshite mukae yo. Issho ni kuru to ii. Arigatou. Ashidematou ni naranu yo ganbaru wa. Sa, Nihlbis wo ou. この町の一件がニバスの仕業だった以上、彼を止めない限り、同じことがまた起きる。父は海峡を渡ってバンハムーバ島へ行ったみたい。よし、急ごう。Diewold darf sich gerne der Truppe anschließen. Er ist ein Schreckensritter, Stufe 19 und hat, ja. Interessante Magie. Mal sehen, ob das bei ihm besser klappt als bei Gerhard. Und er ist auf Stufe 19. So, unsere Truppenstufe ist damit gestiegen. Wir können jetzt bis 22 aufsteigen. Haben einen neuen Titel bekommen. Da... Oh, Hedon. Ja, da wohnen die Hedonisten. Wir gucken uns nochmal in die Truppe an und Warrens Chroniken. Und dann machen wir Schluss für diese Folge. Erstmal Rat der Zeit. Ah ja, hier ist wieder eine kleine Abzweigung. Kann sein, dass es auf das Gleiche hinausläuft, ob wir sie mitnehmen oder nicht. Im Endeffekt auf selbe hinausläuft. Sir Gildas. Zum Zeitpunkt des Bakramer Überfalls war Gildas in der Archäopolis Rhyme stationiert und verteidigte die Stadt mit allen Kräften, bis er schließlich von der zahlenmäßig überlegenen Bakramer Armee überwältigt wurde. Obwohl er später in der Hafenstadt Asiton gesichtet wurde, tauchte er ohne ein Wort des Abschieds unter und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ach, und warte mal. Doch, Xenobia war er, genau. Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt geirrt. Diewold Obdilord. Ein Galgastaner aus Brigantis, Sohn des Nekromanten Nihlbis und Bruder der Sibylle Olias. Er wurde im Zuge von Hohepriester Balbatos Blutkrieg umgebracht, weil er sich dessen Regime widersetzte. Von Nihlbis jedoch wieder zum Leben erweckt. Da Diewolds eigener Körper zu schwer beschädigt war, flickte sein Vater Leichenteile zusammen und rief die Seele seines Sohnes in den so entstandenen neuen Körper, weshalb die Wiedererweckung nicht perfekt gelang. Olias ist eine Galgastanerin aus Brigantis und die Tochter des Nekromanten Nihlbis. Getrieben von der Abscheu von den lebensverachtenden Experimenten ihres Vaters, suchte sie Trost in ihrem Glauben und wurde Sibylle. Als er sogar ihren Bruder Diewold zum Versuchskaninchen degradierte, entschloss sie sich, Nihlbis ein Ende zu setzen. Gemeinsam mit Diewold brach sie auf, um ihn zu finden und zur Strecke zu bringen. Olias ist sanftmütig und stets in Sorge um das Wohl ihres Bruders. Da seine Wiedererweckung durch Nihlbis nicht perfekt gelungen war, reisen die beiden Geschwister allein und meiden Fremde.
Während seiner Herrschaft unterstützte Hohepriester Barbatos Nalbes Forschung, bei denen es um die Auferstehung der Toten, das ewige Leben und die Unsterblichkeit geht. Um Antworten auf seine Fragen zu erhalten, ist ihm jedes Mittel recht. Sein Aufenthaltsort war nach dem Zusammenbruch des Königreichs Galgastan lange unbekannt. Seinen leiblichen Kindern, Olias und Divol zufolge, hält er sich jedoch momentan auf der Insel Banhamuba auf. Okay, haben wir einen neuen Titel. Retter der Toten. Naja, wir haben ja die Untoten wieder tot gemacht. Aber gut. Dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich einkaufen oder so. Tatsächlich gibt es ein Geschäft, aber es gibt keine neuen Sachen. Wir können hier noch Sachen verkaufen. 2300. Okay, aber 50.000 als Reserve habe ich immer noch ganz gerne. Genau, wir können noch mal ein bisschen Heilzeug nachkaufen, sicherheitshalber. Ne, vor allen Dingen Dings hier. Es geht ja gegen Nekros, warte mal. Genau, und den anderen Stein, den wir gefunden haben, muss ich mir nochmal eben angucken, was das überhaupt ist. Drachensteg? Eine Attributsteigerung. Stärke und Vitalität werden permanent erhöht. Das ist natürlich fantastisch, wenn man das Geld übrig hat. Da könnte man natürlich jetzt grinden, ganz, ganz viel Geld und sich ganz viel Drachensteaks kaufen. Nee, ich wollte eigentlich jetzt Weihwasser haben. Ich habe es irgendwie überblättert. Und Stein des Segens, genau. Warte mal, davon brauchen wir nochmal. Nochmal 10 Stück, komm. Und Weihwasser habe ich da nicht gesehen. Dragoner-Siegel kann man kaufen. Können wir denn Leute zum Dragoner machen? Das wäre natürlich nochmal eine krasse Sache. Ich weiß nicht, wie Dragoner drauf sind, aber zwischen der letzten Folge und dieser in dem Gebiet sind mir auch wieder Dragoner untergekommen, aber es ist mir leider nicht gelungen, die auf unsere Seite zu ziehen. Kugel des Gletschers. Congelatio. Genau, Gelatio, das Eis. Von ihm geht eine geheimnisvolle Kraft aus. Das ist natürlich super reizvoll, sowas zu kaufen. Aber ich habe halt kein Geld. Moment, wo war jetzt? War da noch irgendwo? Da war Weihwasser. Also wir haben 14 ausgerüstet. Das heißt 28. Ich dann auf jeden Fall schon mal ganz gerne. Gehen wir auf 40. So, und wo war dieser andere Stein, den wir gefunden haben? Das war ja nicht Stein des Segens. Gucken wir hier mal. Stein der Weihe. Achso, wir haben mehr davon schon. Alles klar. Das ist ein verbesserter Stein des Segens. Heilt halt ein bisschen mehr. Also K.O.-Regeneration und zusätzlich eben noch ein paar Hitpoints und Magiepunkte. Ist okay. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. Klassenwechsel. Das ist ein Dragoner. Also, wir würden mehr Schaden austeilen. Wir würden auch mehr Schaden kriegen. Vitalität geht halt runter. Vitalität ist eh unser stärkstes Attribut. Da jetzt 5 Punkte zu verlieren, ist nicht so ein Drama. Und ich bin halt sehr neugierig. Ritter haben wir schon sehr viele gespielt, aber wir haben noch keinen Dragoner gespielt. Und das würde ich bei Denim gerne mal ausprobieren. Das kann der richtet besonders bei Bestien und Drachen großen Schaden an. Also ein bisschen so Siegfried der Drachentöter. Spezialisiert auf die Bekämpfung von Kreaturen. Ja, warum nicht?
Er verliert natürlich seine Heilkraft dann, denke ich mal. Insgesamt, wenn ich das mal sehe, Verteidigung verlieren wir 9 Punkte, gewinnen aber Angriff 12 dazu. Bogen dürfen wir jetzt nicht mitzählen. Das bisschen Bogenschießen da. Unten gewinnen wir 7 Punkte und verlieren 7. Ja, ist okay. Ab in die Umkleidekabine und sieht gar nicht verändert aus. So, du kannst. Hä? Hattest du schon mal einen Enter-Säbel? Nein, ne? Sonst würde ich mich fragen, warum nicht plus 1 ist. Ach, du hattest ein Shamshir plus 1 und dann habe ich dir irgendwann mal einen Enter-Säbel gegeben, den wir noch nicht plus 1 machen konnten. Das ist nämlich der Trick. Du kannst nach wie vor ein Schild benutzen. Okay. Dann machen wir den. Achso, genau, hier die Technologie-Fertigkeiten und so haben sich geändert. Schwerter bleibt, Max LP. Drachentöter, Bestientöter, wo ist der Unterschied? Also das ist aktiv. Und das ist passiv. Wir müssen das mal so einrichten, wir müssen dann auskundschaften und dann, je nachdem, ob da Bestien oder Drachen sind, das einsetzen und das andere halt weglassen. Das bleibt. Dann. Intermesser. Intersäbel. Das nochmal 2300, okay. Okay, ja, dann gehen wir in der nächsten Folge mal zu den Hedonisten. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.